Hallo meine lieben Astro-Freundinnen und Freunde und liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video mit der kosmischen Schwingung für den Dezember 2019. Das astrologische Großereignis des Monats ist der Wechsel von Glücksplanet Jupiter aus dem Schützen in den Steinbock. Außerdem haben wir viele harmonische und sogar produktive Aspekte und es liegt jede Menge romantische Verklärung in der Luft. Bevor ich näher auf die Konstellationen eingehe, habe ich erstmal noch ein besonderes Geschenk für euch in meiner Verlosung. Ich habe nämlich ganz spontan für das Jahr 2020 einen schönen Wandkalender realisiert mit Sternzeichenbildern in leuchtenden Farben und mit der spirituellen Deutung der kosmischen Schwingung für jeden Monat. Und einen solchen Kalender verlose ich diesen Monat. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Im November habe ich mein Jahrbuch 2020 verlost und das ist jetzt fertig geschrieben. Super ausführlich und mehr Text für jedes Sternzeichen als je zuvor. Das Buch gewonnen hat Claudia Samoth. Herzlichen Glückwunsch, liebe Claudia. Bitte melde dich unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse bei mir, dann schicke ich dir das Buch zu. Es wird Ende November erscheinen und wenn ihr eins bestellen wollt, verlinke ich euch das auch hier auf der Infokarte und ich schreibe euch den Bestelllink auch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr eine persönliche Beratung bei mir möchtet, könnt ihr mich natürlich auch ganz direkt kontaktieren. Allerdings muss ich gestehen, dass der Dezember schon ziemlich ausgebucht ist. Deswegen seid mir bitte nicht böse, falls es erst im Januar einen Termin gibt. Aber ich habe ja jetzt auch ein günstiges computerbasiertes Jahreshoroskop als PDF für euch. Das kann euch eventuell erstmal weiterhelfen. Aber wenn ihr natürlich spezifische Fragen und Projekte für euer neues Jahr habt, können wir da tatsächlich nur im persönlichen Gespräch drauf eingehen. Und dafür könnt ihr mich kontaktieren, entweder auf meinem Kundentelefon oder über meine Homepage. Und die Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen für den Dezember anschauen. Die wichtigste Nachricht ist, dass Glücksplanet Jupiter am 2. Dezember seine Reise durch den Schützen beendet und spätabends dann den Steinbock betritt. Und dort bleibt er dann bis zum 19. Dezember 2020. Das ist ein sehr bedeutender und wichtiger Übergang, weil er für ein gesamtes Jahr bei allen Sternzeichen sozusagen ein neues Fenster zum Glück öffnet. Wo das beim Sternzeichenkollektiv jeweils ist, darauf gehe ich in dem Video für die 12 Sternzeichen näher ein. Und weil es so eine wichtige Veränderung ist, wird das auch insgesamt gesellschaftlich spürbar werden. Jupiter trifft sich im Laufe des nächsten Jahres mit Saturn und Pluto, was ein Hoffnungszeichen für eine neue Leadership ist. Neue Führungspersönlichkeiten können in wichtige Positionen aufsteigen, Leute, die seriöser sind und mehr Verantwortung übernehmen und das Gemeinwohl stärker im Auge haben als viele von denen, mit denen wir jetzt zu tun haben. Es kann auch sein, dass es gar keine Politiker sind, sondern eben beispielsweise auch Umweltaktivisten. Und auf diese Entwicklungen gehe ich natürlich in meinem Jahrbuch in der kosmischen Schwingung für 2020 ganz genau ein. Jetzt im Dezember wird Jupiter erstmal bis Weihnachten ganz tolle Aspekte zu Erfinderplanet Uranus bilden und das fördert neue Gedanken und Lösungsansätze für unsere bestehenden Probleme. Und für unser Privatleben heißt es, dass wir mit unerwarteten und positiven Wendungen rechnen dürfen, zum Beispiel, dass sich Familien und Liebende schöne Überraschungen zu Weihnachten einfallen lassen, dass es vielleicht im Job einen überraschenden Bonus gibt, denn Jupiter steht auch für Geld. Und dass wir ganz allgemein eine gewisse positive Aufbruchstimmung empfinden. Zumindest aber, dass wir uns gewaltig auf den Weihnachtsurlaub freuen. Die Sonne steht wie immer um diese Zeit im optimistischen und heiteren Schützen. Und hier bei uns in Deutschland zelebrieren wir das durch die vielen Weihnachtsfeiern, bei denen es ja zum Teil auch hoch hergeht, durch die schöne und festlich beleuchtete Adventstradition oder auch einfach durch sportliche winterliche Aktivitäten, wenn es das Wetter denn zulässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verbringe ja sehr gern Zeit in Amerika bei meinem Mann in Arizona, aber die Adventszeit finde ich bei uns in Deutschland am schönsten. Das ist hier so feierlich und kuschelig und spirituell. Die Sterne zeigen aber auch, dass wir noch recht produktive Tendenzen haben, denn der Mars im Skorpion bildet fast den ganzen Monat über sehr schöne Aspekte. Und das heißt, wir haben auch Spaß daran, uns zu engagieren, sei es beruflich oder auch bei vorweihnachtlichen Spenden und Hilfsaktionen. Auch für die Liebe sind die Aspekte sehr vielversprechend. Gleich zu Beginn des Monats
wird der Mars hier diese Verbindung zur Venus und zum Mondknoten haben und dann noch Überraschungsplanet Uranus dabei. Das sind Konstellationen, mit denen man sich neu verlieben kann. Am 9. Dezember geht der Merkur in den Schützen, nachdem er zuvor über 2 Monate aufgrund seiner Rückläufigkeit durch den Skorpion gelaufen war. Ich denke, auch das wird nochmal zu einer heiteren und fröhlichen vorweihnachtlichen Stimmung beitragen. Es sei denn, wir haben unter Merkur im Skorpion irgendwelche Geheimnisse ausgegraben, die jetzt herauskommen. Und das kann besonders rund um den Vollmond am 12. Dezember herum passieren. Und der findet in den Zwillingen und im Schützen statt und betont die Spannungsaspekte hier von der Sonne zum Neptun. Und das kann wieder Vertrauensfragen aufwerfen. Das ist der Wermutstropfen in diesen ansonsten so schönen Konstellationen, dass teilweise mehr versprochen wird, als gehalten werden kann. Und das kann auch Liebessituationen betreffen. Solltet ihr also im Dezember einen neuen Flirt anfangen, schaut erstmal, dass ihr die andere Person genauer kennenlernt und findet heraus, ob sie nicht anderweitig noch gebunden ist. Besonders, wenn ihr diese Person zwischen dem 4. und dem 12. oder dem 18. und dem 20. kennenlernt. Und die Venus erzählt uns, dass wir auch in unseren festen Beziehungen oder bei noch anstehenden beruflichen Projekten genaue Absprachen brauchen, damit die Beteiligten nicht verschiedene Erwartungen haben, die gar nicht übereinstimmen. Das könnte nämlich sonst zu Enttäuschungen führen. Das muss aber alles nicht sein, wenn wir offen über unsere Wünsche und Vorstellungen reden oder wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, was wir anderen Gutes tun wollen. Wir haben nämlich sehr schöne Aspekte für Wohltätigkeit und Hilfsprojekte. Die beliebten Spendenaktionen werden sicher sehr erfolgreich sein dieses Jahr. Wenn ihr selber dahingehend etwas plant, dann am besten vor dem 9. oder nach dem 15. Dazwischen gibt es einen etwas geizigen Aspekt von Saturn und Venus, aber zu den anderen Zeiten haben alle Lust zu helfen und sich zu engagieren. Die schönsten Adventstage sind vermutlich der 14. und der 3. Advent am 15. Dezember. Da haben wir diese schöne Harmoniekonstellation hier, die aussieht wie ein Flugdrachen. Und da hängt auch noch Uranus mit dran. Das heißt, es kommt von irgendwoher ganz unerwartet ein Lichtblick, Hilfe oder Unterstützung. Auch der Dienstag, der 17. fällt auf durch ein traumhaftes Harmoniedreieck. Also wenn ihr irgendwas Neues beginnen wollt, jetzt noch im Dezember, etwas mit viel Substanz, sowas wie eine Grundsteinlegung oder ein gesundheitliches Projekt oder ein Hilfsprojekt, dann wäre das ein tolles Datum dafür. Dabei stören nur Lilith und Chiron, die beiden Außenseiter. Sie bilden Spannungsaspekte und das ist ein Hinweis auf gesellschaftliche Randgruppen, die wir nach wie vor nicht integriert bekommen. Und im Privatleben kann es anzeigen, dass es schwarze Schafe in Familien gibt oder schwierige Freunde oder Bekannte, bei denen man nicht recht weiß, wie man die jetzt zu Weihnachten noch in die Planung integrieren kann. Am 20. geht die Venus in den Wassermann. Das ist gut für alle, die Weihnachten mit ihren Freundinnen oder Freunden verbringen wollen, wobei sich davor auch nochmal unerwartete Planänderungen ergeben können. Am 22. morgens um 5.19 Uhr wechselt die Sonne in den Steinbock, dann ist Wintersonnenwende. Das Tolle ist, dass die Sonne dabei super schöne Aspekte zu Jupiter und Uranus bildet, was ein Gefühl von Verheißung und unerwartetem Glück oder ganz einfach Überraschungsgeschenke unterm Weihnachtsbaum anzeigt. Ich würde die Aspekte insgesamt so deuten, dass es zwar vor Heiligabend noch ein bisschen stressig wird und man Angst hat, unpassende Leute zu integrieren, dass sich aber dann doch alles zum Guten fügt, denn ab dem 24. haben wir sehr schöne Harmonieaspekte. Der Schlüssel ist, sich großzügig zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen und auch überraschende Wendungen zuzulassen. Einfach mal die Unstimmigkeiten vorübergehend auszublenden. Denn es geht doch darum, dass wir friedlich und wohlwollend zusammenkommen und ein spirituelles Fest feiern und dabei auch diejenigen einladen, die sonst alleine wären. Ein Beispiel wäre die Patchwork-Familie, wo sich getrennte oder geschiedene Ehepartner, Großeltern und Schwiegereltern zusammenraufen, um gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln unterm Weihnachtsbaum zu sitzen. Oder die schwierige, alleinstehende Freundin, die man einlädt, damit sie nicht alleine ist. Chiron weist außerdem darauf hin, dass in manchen Familien auch erkrankte Mitglieder der Liebe und der Zuwendung bedürfen. Wenn ihr in einer solchen Situation seid, müsst ihr vielleicht eure persönlichen Weihnachtswünsche und eure Erwartungen zurückstellen, weil ihr euch kümmern müsst. Doch der Kosmos verspricht euch, dass ihr das als spirituell sinnvoll und erfüllend empfindet und mit Liebe und Dankbarkeit belohnt werdet.
Eine der spannendsten Konstellationen des ausklingenden Jahres ist der Neumond im Steinbock am 26. Dezember, denn das ist auch eine Sonnenfinsternis. Sie ist zwar für uns nicht zu sehen, aber der Neumond entfaltet eine besonders starke Wirkung. Er greift nochmal das karmische Thema vom Sommer auf, nur jetzt positiver, weil nun der freundliche Jupiter eine Schlüsselrolle spielt. Die Weihnachtstage bieten also die Gelegenheit, um sich mit dem eigenen Karma und dem der Familie auszusöhnen. Ganz konkret könnten wir es zum Beispiel so umsetzen, dass wir uns gemeinsam alte Fotoalben anschauen, uns unserer Herkunft und unserer Ahnen besinnen und uns dabei auf das Positive und Stärkende konzentrieren, was sie uns fürs Leben mitgegeben haben. Und wenn wir uns im Dezember wohltätig eingesetzt oder unseren Familienmitgliedern oder Freunden tatkräftig geholfen haben, verspüren wir ein gutes Gefühl, dass wir unserem Karma ein paar Pluspunkte hinzugefügt haben. Diesen besonderen Neumond schauen wir uns im Mondzyklus-Video dann auch nochmal an. Eine schöne Verbindung von Mond und Venus im Wassermann macht uns in den Tagen darauf Lust, uns mit alten oder neuen Freunden zu treffen und vielleicht auch spontan noch eine Silvesterplanung auf die Beine zu stellen. Zu Silvester selbst haben wir eine sehr spirituelle und fantasievolle Konstellation mit dem Mond in den Fischen. Und sie hilft uns dabei, wenn wir über das neue Jahr und die Zukunft nachdenken, gleichzeitig in Verbindung mit unserer Vergangenheit und unseren Wurzeln zu bleiben und uns als Teil einer ganzen Entwicklung zu sehen. Die Konstellationen sind auch ideal für euch, wenn ihr spirituell ausgerichtet seid und zu Silvester ein besonderes Ritual plant. Weil Technologieplanet Uranus so schön eingebunden ist hier, können sich weltweit spirituelle Netzwerke im Internet zusammentun, um gemeinsam zu meditieren und gute Energien ins neue Jahr zu schicken. Und wie das neue Jahr wird, das habe ich ausführlich in meinem Jahrbuch 2020 für euch gedeutet. Das waren meine Gedanken zum Dezember 2019 und ich wünsche euch wunderschöne Sterne für Weihnachten und Silvester. Eure Sternzeichenhoroskope könnt ihr euch wie immer in meinem langen Video für alle Sternzeichen anschauen und auf die spirituelle Bedeutung der Mondphasen gehe ich in meinem Mondzyklus-Video ein. Und jetzt geht's weiter mit dem Serviceteil. Ja, ihr Lieben, es gibt jede Menge Neuigkeiten und ich habe tolle Produkte für euch jetzt zum Jahresende. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es gibt jetzt ein computerbasiertes schriftliches Jahreshoroskop von mir und auch den Partnervergleich als PDF. Beides kann für euch erstmal eine gute Orientierungshilfe sein und die sind auch recht preisgünstig. Und falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr natürlich auch euer Geburtshoroskop, das Kosmogramm mit allen Deutungen als PDF erwerben. Wenn ihr ganz spezielle Fragen zu neuen Projekten oder einer neuen Liebe habt, könnt ihr natürlich gerne eine persönliche Beratung bei mir buchen. Aber es kann eben bis Januar dauern, ehe ihr einen Termin bekommt. Alle meine Angebote findet ihr auf meiner Homepage auf der Beratungsseite oder ihr ruft auf unserem Kundentelefon an. Beides habe ich hier auf der Infokarte verlinkt und ich schreibe euch das auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Mein ganzer Stolz ist mein Jahrbuch 2020, das ich jetzt fertiggestellt habe, ausführlicher und besser als je zuvor. Darin findet ihr für alle Sternzeichen die Tendenzen für eure Beziehungen, euer berufliches Fortkommen und eure Gesundheit und Vitalität. Und zu jedem Teil gibt es ganz ausführlich die Highlights und die kritischen Phasen für das ganze Jahr. Da bin ich diesmal noch wesentlich genauer drauf eingegangen. Außerdem natürlich die kosmische Schwingung 2020 mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Ihr könnt das Buch über meine Homepage vorbestellen und sobald es Ende November erscheint, wird es dann auch auf Amazon verfügbar sein. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Falls ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht, kommt vielleicht eins meiner Sternzeichen-Kolliers für euch in Frage. Das könnt ihr ebenfalls über meine Homepage bestellen und den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Achtung! Falls ihr dieses Video vor dem 29. November schaut, könnt ihr noch den Black Friday Sale mitnehmen. Da gibt es bei meinem Partner Akasha alles für 50%, auch die Colliers. Meinen letzten Livestream mit dem Vollmond-Talk musste ich ja leider verschieben, nämlich auf den 21. November, sonst hätte ich das nicht geschafft, dieses Video jetzt für euch am Start zu haben. Also, wenn ihr wollt, seid ihr natürlich dabei. Am 21. steht die Sonne gerade noch im Skorpion und das Thema ist, wer passt wie zum Skorpion? Außerdem verlose ich im Livestream auch wieder eine Live-Beratung.
Ich mache aber auch im Dezember noch einen Livestream. Dann machen wir, wer passt zu wem, nämlich zum Schützen und auch wieder eine Live-Beratung. Der Termin ist direkt zu Vollmond am 12. Dezember um 21 Uhr. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch per E-Mail anmelden, denn ich brauche dazu eure Geburtsdaten und eine Einverständniserklärung, dass ich euer Horoskop öffentlich zeigen darf. Das Anmeldeformular mit der E-Mail gibt es auf meiner Homepage und der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt meinen ganz neuen, wunderschönen Wandkalender 2020 gewinnen mit der spirituellen Deutung der Zeitqualität und des Neumonds für jeden Monat. Hier seht ihr als Beispiel das Titelblatt und die Seite für den November mit dem Skorpion. Natürlich könnt ihr den Kalender auch bestellen, auch über meine Homepage. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Ihr könnt mir zum Beispiel Vorschläge machen, Fragen stellen und Diskussionen anregen. Und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Die geht auf jeden Fall noch vor Weihnachten online. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Falls ihr einen Livestream verpasst habt, könnt ihr den auch hinterher noch als Video anschauen. Zum Beispiel, wer passt zu wem zur Waage oder Astrokartografie, besser leben am richtigen Ort. Und hier geht's zu euren Sternzeichen-Horoskopen im Dezember. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.